Das ist eine fußballerisch talentierte Mannschaft und die werden es uns so schwer wie nur irgendwie möglich machen. Und, aber ja, bin jetzt auch nicht erst seit gestern dabei. Das Gefühl kenne ich aus allen Erstrundenbegegnungen und dementsprechend muss man sich deshalb erstmal keine Sorgen machen. Ne? Aber es ist trotzdem so, dass wir nicht das Gefühl haben, nur noch auf die Auslosung für die zweite Runde warten zu müssen, sondern wir sind auf Arbeit eingestellt. Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, dass Marcel Schmelzer nicht kann. Er hat sich ja leider als Faserriss rausgestellt, die Verletzung. Er wäre eine, ist aber keine, wir nehmen sie aber nicht wahr. Weil Roman ist jetzt dann ziemlich genau eine Woche im Training und das ist, ja, wie man bei Manuel Neuer auch gesehen, kann das durchaus auch dann möglich sein, ein Fußballspiel zu machen, aber wir setzen jetzt eben darauf, dass wir zum einen mit Mitchell Enger einen Torwart haben, auf den wir total vertrauen und zum anderen aber auch Roman die Gelegenheit geben wollen, eine halbwegs normale Vorbereitung zu haben. Ja, für Mats gilt das auf jeden Fall auch. Ja, und bei Marco müssen wir sehen, wie es jetzt mit den anderen aussieht, die gerade angesprochen wurden von Peter. Weiß, also wenn da irgendjemand ausfallen sollte, dann ist Marco, könnte eine Option für die Bank sein, ob das dann allerdings Sinn macht oder ob wir ihn dann auch eher heute Mittag nochmal, also es würde auch mehr Sinn machen, ihn nochmal trainieren zu lassen, aber er ist sicher schon so weit, dass man auch so über ganz kurzen Einsatz nachdenken könnte. Aber wie gesagt, solange wir nicht müssen, wollen wir da nichts forcieren.